Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde SektoRP mit Liv. Ach, ein neuer Tag für Liv sehen, ja. Das Schöne ist, ich habe keinerlei Ablenkung mehr von der Arbeit. Ist das nicht toll? Owen nicht da, Daniel nicht da. Es kann nichts mehr passieren. Können nur noch arbeiten. Das ist gut, oder? Hallo Tom, hallo Ghosty. Wurde gerade genau in der Sekunde, wo ich mich gerade eingeloggt hatte, angerufen. Von Scott. Scheint wichtig zu sein. Ich guck mal. Schön. Hallo, Frau Zains. Na, Scott, was gibt's? Ja, Dings, ich bin hier in der Gruppe und die meinten, wenn ich irgendwie Aufgaben brauche oder Aktenzuteilung oder irgendwie sowas, soll ich sie anrufen. Ja, ich bin gleich... Ich freue mich über jeden Anruf. Ich freue mich immer über jeden Anruf. Weil von dir, gesagt, Scott. Ja, ich weiß, ich bin sehr charismatisch. Ich bin sofort im PO und dann gebe ich dir ein paar, ja? Perfekt, okay, perfekt, bis gleich, ciao. Ein Mann, der arbeiten möchte, mit mich. Bis am frühen Morgen. Damit haben wir alle durch. Kopfschmerzen. Ja. Gut, aber ich habe es noch geschafft, alle einmal anzuklingeln. Immerhin. Hallo Moku, hallo Turmalon und hallo Prisma. Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Und Garrus ist auch da. Hallo. Gut. Also, reicht auch für heute, finde ich. Ich finde, wir haben genug gearbeitet. Wer war der Mann, der arbeiten möchte? Ein neuer. Gut, so neu sind die nicht, ne? Die arbeiten jetzt schon 2-3 Tage bei uns, ne? Die sind ja quasi dann schon alte Hasen. Und da gibt es bestimmt wieder so 10, 20, 30, 40 Übergabeakten. Ich glaube, er kriegt auf jeden Fall was zu tun. Apropos was zu tun. Ich erinnere mich noch an irgendwie 2 so Dinge, die wir heute noch machen wollten. Ich glaube, 20 Uhr das Logo endlich, damit das Lied veröffentlicht werden kann. 22 Uhr das mit Lana. Oder ich habe mir übrigens immer noch nicht überlegt, was ich denen erzählen möchte. Egal. Machen wir spontan, ne? Bisschen Improvisation. Improvisationslügen. Er kennt's nicht. Und sonst, glaube ich, weiter, ne? Dafür sorgen, dass unsere eigenen Akten nicht verjähren. Und andere. Also, same as usual. So, jetzt hat keiner versucht, uns anzurufen. Ich vote für Tour allein in den Zellen. Finde ich gut. Wenn ihr Martin... Ach du Scheiße. Hey, mein Liebling. Ich habe mich... Gott, dieses Liebling triggert mich so, ne? Letzte Season. Viel zu viel geliebt. Hallo, Derion. Und hallo, Markus. Markus Gulasch. Gulasch. Ich habe jetzt auf den Weg gemacht. Warte. Wann? 10 Uhr. Wow. Okay. Ich habe jetzt auf den Weg gemacht. Bin ja schon ein bisschen nervös, aber das wird schon gut gehen. Ich kann ja anfangen, von dir zu erzählen. So das Beste zuerst. Wow. Werd dich unheimlich vermissen. Hab dir noch einen Hoodie von mir rausgelegt, damit du was zum Kuscheln hast. Pass auf dich auf. Ich versuche mich zwischendurch zu melden. Liebe dich. Bis spätestens Freitag. Okay, das heißt, wir sollen uns wieder Ich weiß nicht mehr, wie die anderen Pullis von ihm aussehen. Ich bin ab heute wieder erreichbar. Meist gegen abends bis späten Abend. Schreiben Sie bitte per SMS, wann Sie jetzt im Dienst anzutreffen sind. Dann richte ich mir etwas ein. Von dir brauche ich einfach nur eine Aussage. Alles gut.
AZ65517 bei Fischer wurde nicht mehr bearbeitet. Die Information, ob Melody von Richmond eine Anzeige erstatten möchte, fehlte dem Staatsanwalt. Diese Information ist seit Aktenlage in Akte vermerkt meinerseits. Bitte mal nachhaken, Erreichbarkeit von Fischer ist nicht möglich. Ja, das stimmt. Setzt die Akten und auf Übergabe dir. Jay wurde bereits verurteilt, bitte auf Urteil setzen, danke. Was ist mit ihnen? Warum macht denn der jetzt DOJ-Aktenarbeit? Ich meine, okay, ist fein für mich. Ist fein für mich, aber warum? Temperatur? 26 Grad. Erinnert sich noch jemand an den Pulli von Daniel? Ich habe keine Ahnung mehr. Das Kleid hat man lange nicht an. Los Kleidos. War das die 9 oder die 11? Ich glaube, es war die 11. Jo. Das geht nicht mit der Kette. Schade aber auch. Das geht auch nicht mit der Kette. Komm, dann ziehen wir das Ding mal wieder an. Was ist da für ein Hinter drin? Ach du heilige Scheiße. Warum nicht? Das kann man sogar drunter ziehen. Das passt sogar. Das ist ja ein richtig komplett irres Outfit jetzt. Los, besser. Ich habe extra nachgefragt, ob Liebling okay ist. Ja, du hast Lieb gefragt, aber nicht mich. Ja, Derion, der ist zum Einkuscheln. Na, nachts. Wenn wir ihn vermissen, ganz dolle. Und uns in den Schlaf weinen. Dann nehmen wir uns einen Pulli von ihm. Ich habe nun leider keine Ahnung mehr, wie seine Pullis aussehen. Ich glaube, so die Diamond Casino Pullis oder so hat er noch gehabt. Ich glaube, so einen orangenen auch, weil Liv mag ja kein Schwarz. Also eine Rangschnitte, ich erinnere mich dran, aber ich habe die nicht gefunden. Letztes Einkaufen waren. Wir haben, glaube ich, mittlerweile übrigens einen passenden Spitznamen für, wenn ihr überlegt. Ach, hallo Siki. Und hallo Floco Loco. Oh ja, stimmt, ich hab's gelesen. Habt ihr auch diese U-Bahn im Hintergrund? Sektor hat Ambient Sounds eingespielt. Hat ihr auch die Vögel zwitschern und so? Das war vorher nicht so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gut. Hä? Als ob ihr eine Krähe kräht. Oh mein Gott, ist das gut. Auch wisst ihr was? Wir machen heute mal ein bisschen die Musik aus, würde ich sagen, oder? Ist ja mega nice. Ich glaube, wir lassen heute die Musik ein bisschen aus. Bin ehrlich. Wie gut ist das denn? Das Ding heißt Ambient Sound. Ich glaube nicht, dass er überall gleich ist. Ich glaube nicht, dass wir in der Stadt sehr viele Krähen hören. Ich bin ehrlich.
liebe gerade alles daran. Für euch mag es einfach nur eine Kleinigkeit sein, ja? Ich liebe gerade alles daran. Cookie, nee. Mm-mm, nein. Glaub mir, der PC-Autos wäre absolut gar nicht nice. Ich habe jetzt einen Server mal ausprobiert von McBly, wo meine Stimme immer zwischendurch versagt, nee, wo NPCs rumlaufen, also an der Straße und so. Das Problem ist halt, GTA ist ein englisches Spiel, das heißt, die quatschen natürlich alle Englisch, wenn du irgendwie an denen vorbeiläufst und so. Das wiederum war auch irgendwie cool, aber ich glaube, nee, ich weiß nicht, wenn ich das monatelang habe, es würde mich irgendwann nerven, glaube ich. Aber es ist natürlich nice, weil dann fährst du hier halt so rum, dann laufen überall an den Straßenrändern, laufen dann überall Leute rum und so. Das ist schon nice auch. Aber NPC-Autos, boah, auf gar keinen Fall. Das sind schon so genug Unfälle, ganz ehrlich. Überhupt ist, oh Gott. Ja, sie reden in der Ferne, die nicht echt sind. Oh mein Gott, wie gut das wird für die, hier, ne, Shopräuber und so. Die Leute kacken sich ein, weil sie denken, da kommen sie rein. Oh mein Gott! Einfach NPC umfahren, dann reden die kein Englisch mehr. Wow, Ghost. Oh. Hier, Baustellengeräusche. Klasse. Oh Gott, ich liebe alles daran gerade. Dann haben wir realistisch Stau auf dem Weg zur Arbeit. Ist auch ein Argument, Cookie. Na gut. Er ist mega gut. Flugzeuge, die drüber fliegen, großartig. Großartig. Lucy? Hi Liv, du hattest angerufen. Ich glaube, ich wollte irgendjemanden zu euch schicken wegen Sozialstunden und habe dich deswegen angerufen. Ach so, okay. Aber nicht mehr 100% sicher. Nee, ich bin die Woche vielleicht nicht so ganz gut erreichbar. Ich bin nämlich so ein bisschen krank, deswegen. Ja, dann gute Besserung, ja. Danke. Sonst einfach auf der 5.1 nur nochmal probieren. Ja, ja, alles gut, alles gut. Hat sich, ist glaube ich schon ein bisschen näher. Achso, okay. Perfekt. Alles gut, danke dir, ciao. Bis dann, ciao. Ich wundere, Leute, wir lauschen gerade den neuen Sounds in dieser Stadt, ja? Mikowitsch, hallöchen, sei gegrüßt. Da hinten labern Leute, was ist das denn? Da können sie auch NPCs einspielen. Ganze Stadt einfach eine Baustelle, ey. Hä? Neue Garagen möchte er jetzt da hinten? Wiu, wiu, wiu. Ey, wie cool! Da fliegt wieder ein Heli. Der ist mega nice. Oh, Ambient Sounds weg. Ja, dann können wir wieder Musik anmachen, ne? Macht es auch mal Sinn, aus der Stadt rauszugehen und Ruhe zu haben? Oh ja, Henno. Und Green hören und so und Green zirpen und so. Oh Gott, wie gut. Empire vs. Trickster. Kapitel Nummer 802. So, Übergabe Dodge. Oh ja, Jensen Kramer. Körperverletzung.
Mann, das kann Scott machen. Genau das Richtige für ihn. Da steht schon überall Kochs drin. Warum ist das noch ihm? Also, warum machen die... Sollte ich Fragen stellen? Was passiert da? Sollte ich Fragen stellen? Sag mal. Ist bei euch alles gut? Ja, hier geht's gerade, hier wird irgendwie um Fist diskutiert. Ich weiß es auch nicht. Alles bestens. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Zane. Ich wurde getasert, das ist verboten. Das ist eine gefährliche Körperverletzung, ihr Penner! Siehst du, Victor, das ist eine gefährliche. Es wird gefährliches Ankörper verletzt hier. Habt ihr schon eine Akte gegeben, sind es? Da kannst du schon mal gucken. Okay, ja, und dann eine Frage. Wenn ich dann die Akten habe und sowas, soll ich dann einfach, weil Dings meinte jetzt, Kurz, ich soll dann so kleine Sachen einfach mal nehmen, aber wie nehme ich sowas? Also, wenn ich das PD fertig ist, fertig ist mit seinen Akten, dann schreiben die rein Übergabe DOJ in diese Tags. Und nach diesen Tags kannst du halt auch suchen in den Akten. Und dann suchst du nach Übergabe DOJ. Und wenn du da irgendwas gefunden hast, was dir erstmal zusagt, was du dir zutraust, dann änderst du halt einfach das Tag. Dann gehst du auf Bearbeiten der Akte und änderst das Tag von Übergabe DOJ in DOJ IB Sinister. Wie es halt bei uns in diesem IB. FAQ. In diesem FAQ. Ach so, wie es halt, muss man machen. Genau. Mhm. Und dann hast du dir die Akte quasi geschnappt, dann geht da kein anderer dran, weil dein Name da drin steht. Ja. Und es kommt aus der Übergabeseite raus. Ja. Aber ich guck gerade sowieso drüber, ich schieb dir ein paar zu und dann guckst du einfach mal durch, ja? Ja. Und was mache ich mit denen dann eigentlich? Also. Im Endeffekt liest du dir erstmal durch, versuchst zu verstehen, was ist eigentlich passiert und wo ist die Straftat. Welche Straftaten sind hier? Dann musst du natürlich in beide Richtungen ermitteln. Das heißt, du musst gucken, wer hat denn jetzt recht. Also meistens ist es ja so, dass die Zeugenaussage nicht mit der tatverdächtigen Aussage übereinstimmt, ja? Wenn natürlich der Tatverdächtige geständig ist, easy, ja, dann weißt du ja schon, dann hat er gestanden und dann ist das so gewesen und dann ist alles gut. Wenn das nicht übereinstimmt, dann musst du halt überlegen, okay, welche von den Geschichten stimmt denn jetzt? Wenn dir irgendwas fehlt, zum Beispiel PDler tragen meistens nicht alle ihre Aussage ein, werden aber irgendwo erwähnt, zum Beispiel ich war auf Streife mit dem und dem, dann steht aber nur von einem von den beiden die Zeugenaussage drin. Dann kannst du zum Beispiel das dem PD wiedergeben, kannst sagen, bitte die Zeugenaussagen nachtragen. Das steht auch in unserem FAQ drin, ne? Dass du dir dann unbedingt anrufen musst und so. Oder was ganz, ganz, ganz häufig fehlt, sind tatverdächtigen Aussagen. Es ist ein Verfahrensfehler, wenn du dem Tatverdächtigen, also wenn keiner den Tatverdächtigen befragt hat. Weder das PD noch wir. Und dann würde die Akte eingestellt werden, wenn du da einen Strafbefehl drunter setzt. Weil der Tatverdächtige muss natürlich beteiligt werden an dieser ganzen Sache. Du kannst nicht über seinen Kopf einfach entscheiden, jo, war eine Straftat. Obwohl der dir vielleicht eine durchaus plausible Geschichte oder ein durchaus plausibles Alibi geben kann. Mhm. Das heißt, wenn die fehlt, kannst du theoretisch die PDler nachfragen. Unten links im Blau steht dann, ganz unten links im Blau steht dann immer, wer die Akte erstellt hat, den kannst du spätestens fragen, ob die schon eine Aussage aufgenommen haben. Dann müssen die nachtragen. Wenn es nicht so ist, dann musst du dich drum kümmern, um diese Aussage, weil du bist ja auch ein Ermittler. Ja? Mhm. Als Staatsanwalt bist du ja auch gleichzeitig Ermittler. Und dann versuchst du den halt die zum Beispiel... Aussage aufnehmen. Genau, dann musst du halt versuchen, den zu einem Verhör zu laden. Wichtig ist, wenn du Leute lädst zu einem Verhör, also als Tatverdächtige, ist ganz wichtig, dass du denen das auch sagst, dass sie tatverdächtig sind und dass sie einen Anwalt mitbringen können. Müssen sie nicht, aber können sie dann. Das musst du halt nur einmal gesagt haben, sonst ist das wieder ein Verfahrensfehler. Ja, weil eine Zeugenaussage sich eindeutig von einer tatverdächtigen Aussage unterscheidet. Ja, okay. Wenn du dann das erste Mal irgendwie ein Verhör selber machen musst und so, dann sag Bescheid, dass einer von uns dabei ist, von den Größeren. Dass wir gucken, dass das alles hinkommt, weil es gibt noch andere Sachen, auf die du achten musst bei sowas. Jetzt war da einmal dabei beim Ports. Der hat da einen befragt. Genau, also es ist zum Beispiel so, dass du denjenigen, bevor du ihn befragst, musst du halt auch seine ganzen Tatbestände eröffnen. Ne? Also was du ihm alles vorwirfst, musst du ihm sagen und so weiter. Das ist halt ganz, ganz wichtig, sonst wäre das auch wieder ein Verfahrensfehler. Ja. Genau, das heißt, du liest einfach die Akte durch, guckst, ob alles da ist, was du brauchst, um zu entscheiden, ob das jetzt nur eine Straftat war oder nicht.
Wenn du alles hast, dann suchst du dir alle Straftaten raus, die du da als gegeben siehst. Und dann überlegst du dir halt, aufgrund der schwersten Straftat, so steht es bei uns im Gesetz, die wird verurteilt, was du demjenigen dann dafür geben möchtest. Da spielen auch so Vorstrafen mit rein. Ja, also wenn derjenige schon häufig für zum Beispiel eine schwere Körperverletzung dran war, dann wird es teurer. Quasi. Ja, genau. Genau. 4 Wochen ist quasi die Frist, danach ist jemand wieder theoretisch straffrei, ja, also dann gelten die ganzen Vorstrafen nicht mehr. Das muss man mit beachten, wenn es jetzt schon 4 Wochen her ist, dann wird es nicht mit reingenommen. Mhm. Und bevor du die ersten Strafmaße rausschickst, die schickst du dann ja per SMS tatsächlich an den Täter. Da bist du ja dir sicher, dass es der Täter ist, nicht mehr der Tatverdächtige. Sagst einfach kurz Bescheid, dass wir da nochmal drüber checken und dann die Akte freigeben, ja. Für den Anfang und, zumindest. Und ich sehe quasi, was mir zugeteilt ist, muss dann einfach Sinister eingeben und dann kommt es. Dann kannst du immer nach deinem Namen suchen, ne? Ja, also genau. wenn sie mir jetzt ein paar zuteilen, dann genau, siehst du Sinister drin. Genau, ich habe jetzt, also außer du suchst ein neues Tag, ja, kannst du das so gut selber aussuchen. Am besten hast du noch ein kurzes Tag dazu, weil wenn du eine Akte fertig hast, dann kommt das Tag weg. Ja, also fertige Akten haben keinen Tag mehr. Und du schreibst dann in die Aktenüberschrift, das siehst du, wenn du ein paar Akten von uns mal anguckst, schreibst du ganz vorne dann so dein ganz kleines Kürzel. Also meinst du zum Beispiel LZ für Liv Zane? Das von Kurz ist Kurz. Kurz, ne? Genau, bei Kurz ist es Kurz, weil es ist kurz, ne? Bei Tua ist es zum Beispiel Tua. Kannst du auch Scotty nehmen oder geht es nicht? Ist zu unprofessionell, also, was heißt, ne? Scotty ist ein bisschen unprofessionell. Du könntest meinetwegen Scott nehmen. Aber es ist halt langweilig. Ja. Aber da kann man nichts drüber verhandeln über Scotty. Du kannst natürlich auch einfach Sinn nehmen, ne? Ach, Sinn, aber dann als wäre das so ein. Ah, weiß ich nicht. Muss gucken. Ich also Scotty dir, eher nicht. Nee, Scotty eher nicht. Ah, okay. Jetzt denken die Polizisten auch, du hast Scotty mit Nachnamen. Dann sind sie ganz verwirrt. Der wäre auch ein cooler Name. Scott Scotty. Scott Scotty wäre cool, ja. Frag doch mal die Stadtverwaltung. Vielleicht kriegst du den. Also so auf Umbenennbasis. Ja, genau. Dann darfst du da auch Scotty reinschreiben. Ah, wäre schon sick, ja. Wäre über den Kost des Geld so eine Namensänderung? Ja, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Boah, muss man anfragen hier. Ja, frag mal. Ja. Hallo Godzilla, hallo Cordy, hallo Hawk. Was ist Topfit? Stabiler Fit. Ah, danke. Habe heute meinen guten Anzug angezogen für die Arbeit. Ja, ich habe schon gesehen, dass er maßgeschneidert ist. Er passt hier hervorragend. Mhm. Ja, es geht vielleicht heute noch zum Friseur. Ja. Und dann ist wieder Stress. Weil ja, ich bin schön. So Frisuren, ist die Frisuren alle mal durch, weißt du? Ach du Heiliger, ja, dann muss ich ja immer genau hingucken, Scott. Ja, ich mache mir heute wahrscheinlich dann einen verrutzten Topsnit. Fertig. Gut, ja dann. Ja, perfekt. Viel Erfolg damit. Dankeschön. Ich meine, eigentlich mit der Frisur hätte ruhig noch weiterfragen können. Florian, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Im wichtigsten 2. Monat, danke. Ja, genau. Übergabe Dodge und sheesh, Mr. Nee, sheesh. Sheesh. Verstehe nicht, warum hier beides ist. PD und Übergabe Dodge. Verstehe nicht. Tante Kling, habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen. Geiselname, Tankstelle, Sandy Shores. Na gut, das gebe ich jetzt vielleicht nicht dem Sinister, wa? So, Steensham hat gesagt, er ist heute wieder ab heute wieder erreichbar. Zeig mir. Show me. Black Eyes Gamer. Vielen Dank für den Follow. Hi, Toshi. Schön, dass du da bist. Pepe Pricks. Bedrohung und Nötigung. Es steht nix drin. Es steht nix drin. Matur. Er weiß, was damit zu tun ist. Zane. Warum steht hier schon mit der Zane drin? Schon wieder Frau Patel. Ach, das ist die aus den Zellen. Akte, oder? Nee, das ist nicht die aus der Akte. Ne? Nee.
Ah, weil ich gesagt habe, dass es eine Aktenlage gemacht wird. Ja, dann machen wir die doch. Was ist denn hier los? Irgendwas ist hier komisch mit meiner Maus. Wie heute. Ich und meine Kollegen, stiller Alarm, Hauseinbruch. Zwei Personen aus dem Haus. Perfekt. Stellten wir im Garten des benachbarten Grundstücks und Herr Johansen hatte schon wieder Joints dabei. Stiller Alarm, die Paus aus dem Haus gelaufen, Verfolgung. Was hier natürlich wieder nicht drin steht, ist, ob die maskiert waren. Also gehen wir. Sie waren weder vermummt noch hatten sie Waffen in den Händen. Dankeschön, Miss Campbell. Dankeschön. Ich bin nach einem Streit mit meiner Frau aus dem Haus raus. Die Alarmanlage war noch scharf gestellt. Die Alarmanlage ist angegangen, als sie die Tür öffnete. Nee, die Alarmanlage geht nicht an, wenn du aus dem Haus rausgehst. Auf gar keinen Fall, Hinak. Ja? Alles fing an, dass mich gestern Abend in meinem Garten einen kleinen grünen Kobold besuchte. Dieser hat die Marihuana-Zigaretten in meine Tasche geschmuggelt. Erst durch die Durchsuchung des Officers ist mir aufgefallen. Hey, Tua. Kurze Frage. Auf Hawaii hatte ich die Möglichkeit, Tatverdächtige auf die Fahndungsliste zu setzen, wenn ich da noch eine Aussage zu brauche. Da kann ich das ja auch machen? Wenn du die jetzt ein paar Tage lang versucht hast zu erreichen, ja. Ja, das Problem ist, die Nummer, die in den Akten steht, ist nicht vergeben. Ja, wenn die Nummer falsch ist, dann setzt du sie auf jeden Fall auf die Fahndungsliste. Mhm. Dann kannst du auch in der Bürgerakte einfach die Nummer rauslöschen, weil die ist offensichtlich nicht richtig. Und setzt sie dann auch mit der, wie das mit der Fahndungsliste geht, habe ich dir schon mal gezeigt? Ja, das hattest du mir schon gezeigt. Da schreibst du an die Notiz einfach rein, ne? Wieder DOJ Tour. Halle Polizei muss man da reinschreiben. Genau, Halle Polizei. Sorry. und mit der Begründung, tatverdächtige Aussage wird benötigt, Nummer nicht vorhanden. Bitte Nummer nachtragen und bei dann deine Nummer melden. Gut. Fahndungsliste vom anderen Staatsanwalt, die Leute draufsetzen. Mich hat gerade das PD angerufen. Hm? Die hatten wohl jemanden in der Kontrolle und haben danach erst gesehen, dass der einen offenen Strafbefehl hat. Den wohl auch. Wie können die das erst danach sehen? Wir müssen doch gucken, ob die Leute auf der Fahndungsliste stehen. Warum machen die überhaupt Kontrollen sonst? Steht da ja noch nicht. So. Bloß ist auch nicht meine Akte. Ja, Scott, komm einfach rein. Oh Gott, lass die Tür ganz. Also wenn er noch nicht 72 Stunden her ist, Tua, dann ist es egal. Dann müssen wir da mal nacharbeiten. Wahrscheinlich von Manning oder so, ne? Nee, Charles Delanoir. So. Ist auch erst seit der Nacht die 72 Stunden. Ach so, ja, dann macht er das heute. Alles gut. Nee, dann ist das so. Ne, dann ist das erstmal primär unser Versäumnis. Dann darf der noch ein bisschen frei rumlaufen. Okay. Ne? Wir müssen jetzt nicht jede Akte von uns durchgucken. Nee, das ist mir nur, die hatten mir eben angerufen, ob ich dir mal draufsetzen kann, weil die das danach gesehen hatten. Ja, das macht Charles an sich. Gut. Gudi. So, Scott, was geht's? Ich wollte kurz fragen, wegen meiner DOJ-Zählen, meiner Iced Out, wie wir es DOJ-Zählen. Ob du so eine hast? Ich habe, glaube ich, keine mehr. Frag mal, die Security hat auch keine mehr? Die haben die eigentlich immer bekommen. Die haben keine. Frech, warte mal kurz. Aber Mitch, meintet ihr nicht letztens, dass ihr das jetzt alles verwalten sollt? Mit diesen Marken und so? Was? Diese DOJ-Marken, die Umhängemarken. Ursprünglich, ich hatte das ja bei eurer Besprechung schon gesagt, dass das Hawkins gemacht hat. Ja, ich weiß. Und der das Einzige dabei im Thema ist, was die Stadtverwaltung angeht. Ja. Und Victor hat eben nur gesagt, dass man sich jetzt an sie wenden soll, weil sie jetzt halt auch District Attorney sind. Ja, aber Victor hat mir, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass ihr das jetzt macht oder so. Weil ja auch von den Leuten, die gekündigt haben, habe ich nicht die Sachen bekommen. Die müssen auch irgendwo umlegen. Wir haben sie halt nur eingesammelt und weitergegeben. An wen denn? Ja, an diejenigen, die danach neu eingestellt wurden von uns. Ach so. Oder halt Staatsanwälte auch, wenn, also je nachdem, wer gerade verfügbar war. Okay. Aber Hawkins war da... Ja. Stadtverwaltung, Miss Zane. Was? Mr. Gray, ich habe mal eine Frage. Ich bin die neue District Attorney. Jetzt haben wir das Problem, dass wir hier neue Leute einstellen und so weiter und so fort und freuen uns auch über Zuwachs. Jetzt ist natürlich das Problem, dass keiner mehr von uns irgendwelche Umhängemarken oder Schutzwesten oder so hat. Wie machen wir das?
Wenn Sie schlau sind, gehen Sie jetzt gleich mal vors Gebäude. Herr Karnes ist gerade auf dem Weg zum DOJ. Der hat gerade... Für Zufall. Danke, Vater. Zufall. Als hätte ich das gerochen. Wirklich, ja. Ja, also auf jeden Fall. Der wollte sich nämlich mal angucken, wie das ist mit den Stempeluhren für Ihr Sicherheitspersonal. Und den können Sie dann ja mal anhauen zum Thema Umhängeausweise und so weiter. Ja, den haue ich gleich mal um. Perfekt, Mr. Gray. Danke. Machen Sie dem ab. Ja, danke schön. Ciao. 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 Ach so.